Einsam steht er auf einem Felsen und schaut in die Ferne. Der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich. Um 1818 gemalt, wurde das Gemälde zum Sinnbild für die deutsche Romantik. Das Gefühl, ein Ziel erreicht zu haben, das Gefühl, in eine Zukunft zu blicken, die ungewiss ist. Das sind zwei Aspekte des menschlichen Lebens, die für jeden, unabhängig vom Bildungsgrad, Kultur, Geschlecht, nachvollziehbar sind. Und das macht es zu einer zeitlosen Ikone. Und das ist der Wanderer heute. Caspar David Friedrichs romantisches Motiv übersetzt in die Gegenwart. Das Originalgemälde ist im Besitz der Hamburger Kunsthalle. Zurzeit wird das Haupthaus modernisiert. Bis zur Neueröffnung im nächsten Frühjahr ist das Bild daher nebenan in der Galerie der Gegenwart zu sehen. Es lässt sich vieles auf das Bild projizieren. Wir haben eben diese starken Gegensätze von Vordergrund und Hintergrund. Das lässt sich bei Friedrich oft zeitlich lesen, dass im Hintergrund die Zukunft steht. Das vorne ist das Gegenwärtige. Ja, man könnte sagen, das ist eine Person, die am Ende ihres Lebens angelangt ist. Die Rückenfigur ist typisch für Caspar David Friedrich. Sie verstellt dem Betrachter den Blick und steht direkt an einem Abgrund. Der Himmel spielt in dem Gemälde eine besondere Rolle. Ihn malt der Künstler ganz zum Schluss im Atelier, darf hierbei nicht gestört werden. Lange bleibt das Meisterwerk unbeachtet. Über seine Entstehung ist wenig bekannt. 1950 taucht es in der kunsthistorischen Forschung erstmals auf. 20 Jahre später erwirbt es die Hamburger Kunsthalle. Der Wanderer ist ja gleichsam zu einer Ikone geworden. Es ist auch hier bei uns in der Kunsthalle das Bild, was am häufigsten bestellt wird. Wenn es um bildrechtliche Dinge und ähnliche Belange geht, da rangiert der Wanderer eigentlich schon seit Jahrzehnten auf Platz 1. Und das ist sicherlich auch der Bildstruktur geschuldet, die eben offen ist für verschiedene Setzungen. Das Bild ist vereinnahmt worden in unterschiedlichsten Richtungen. Ja, es hat wirklich damit zu tun, dass viele Fragen, die man an das Bild hat, eben vom Bild selber auch nicht direkt beantwortet werden können. Und das schafft diese offenen Bereiche. Unterschiedliche Kinoplakate kopieren den Bildaufbau des Gemäldes. Ähnlich Titelblätter von Magazinen. Diese Interpretationen des klassischen Motivs tragen entscheidend zu seiner Popularität bei. Der Berliner Illustrator Christoph Niemann greift das Thema für ein aktuelles Cover des Hamburger Weltkunstmagazins auf. Der Wanderer wird zum Kapitän, der sehnsüchtig auf seine Heimatstadt Hamburg schaut. Es gibt ja zwei Dinge an dem Bild, die besonders sind. Die erste Sache ist, ich sehe kein Gesicht. Das Gesicht nicht zu zeigen, hat den großen Vorteil, dass ich als Betrachter offener bin. Immer wenn ein Gesicht da ist, schaue ich eigentlich erstmal nur das Gesicht an und alles andere wird zweitrangig. Die zweite Sache ist, dass die Komposition eigentlich sehr starr ist. Da steht der Betrachter eigentlich mitten im Bild. Das heißt, mir wird kein Zugang diktiert, sondern ich stehe eigentlich da, als ob so eine Flügeltür aufgeht und ich gar nicht weiß, wo soll ich denn jetzt hier anfangen, aber andererseits natürlich auch die Freiheit habe, mir diese Landschaft selber zu erobern. Für Christoph Niemann ist es wichtig, mit einem Kunstwerk zu arbeiten, das einem großen Publikum bekannt ist. Denn nur so versteht der Betrachter intuitiv die Neuinterpretation, selbst wenn er nicht sofort erkennt, wo genau das Motiv seinen Ursprung hat. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Bild an sich Inspirationsquelle ist. Das, was ich so inspirierend finde an der Arbeit, ist, wie kulturell das verankert ist. Die Bilder, die Komposition so vertraut sind in unserem Kulturkreis. Erst dadurch funktioniert es ja. Wenn es ein unbekanntes Bild wäre aus einem Kulturkreis, den ich überhaupt nicht kenne, den auch andere Betrachter nicht kennen, könnte es das gleiche Bild sein. Es wäre genauso schön, genauso innovativ, aber es funktioniert nicht mehr als Kommunikationsebene. Und das ist eigentlich der Punkt, bei dem ich ansetzen will. Sucht man im Internet nach dem Wanderer über dem Nebelmeer, stößt man auf eine Flut von Bildern in Fotocommunities. Jeder kann heute zum Wanderer werden. Da
das ist ein Werk, was einen selber vielleicht so ein bisschen runterholt auch. Vielleicht auch aus dem Alltag rausbringt und in eine andere Welt katapultiert. Also das scheint mir dann doch immer so eines der Kriterien zu sein, für die auch dieses Bild steht, was natürlich auch bei uns zu den meistverkauften Postkartenmotiven überhaupt zählt. Das Bild ist eine Ikone, in der auf jeden Fall ich persönlich mich wiederfinde. Ich weiß, andere Leute sich auch wiederfinden können. Aber gerade dadurch, wie oft es reproduziert ist und dadurch ist es auch ein Teil von meiner Persönlichkeit geworden. Wie das mit einer Kultwerdung so ist, sind die einfach zugänglichen, unmittelbar große Gefühle ansprechende Werke diejenigen, die den Kultstatus erreichen können, den auch dieses Bild erreicht hat.